Hallo, mein Name ist Katharina Korst. Ich gehe heute auf das Thema Node.js ein. Dazu gebe ich einmal hier mein Bildschirm frei. Erstmal dazu, was ist Node.js? Das ist eine serverseitige Plattform zur Softwareentwicklung. Also wir werden die später dafür benutzen, um unseren eigenen Server zu programmieren. Dazu habe ich schon mal hier Node.js installiert. Das kann man ganz einfach finden, wenn man im Internet Node.js eingibt und dann auf der Webseite von Node.js das Ganze installiert. Achso, das kann ich auch einmal zeigen. Das ist einfach so eine Eingabeaufforderung, also eine Kommandozeile. Genau. So, wie ich schon gesagt habe, wir werden das Ganze benutzen, um unseren eigenen Server zu bauen. Wenn wir jetzt aktuell zum Beispiel über den Localhost versuchen, auf eine Webseite zu kommen, wird man sehen, dass hier nichts geladen wird. Wir haben also aktuell noch keinen Server, der aktiv ist. Dazu brauchen wir eine Datei, die sogenannte app.js-Datei. Diese wird über JavaScript programmiert. Dazu müssen wir uns jetzt erstmal ein Modul laden, und zwar das HTTP-Modul mit Require können wir generell Module einbauen. Also Node hat sehr, sehr viele Module. Das kann man sich auch mal anschauen, wenn es einen interessiert. Dann werden wir einmal auf zwei Variablen speichern, auf welche URL unser Server gebunden wird später. Die nennen wir einmal Host und diese speichern wir da erstmal als String hinein. So. Und wir brauchen einmal unseren Port. Den können wir beliebig wählen. Ich nehme jetzt einfach mal 1, 2, 3, 4, 5. Wie gesagt, da kann man sich aussuchen, was man da haben will eigentlich. Und dann brauchen wir noch, benutzen wir eine Funktion von diesem HTTP-Modul, und zwar die CreateServer-Funktion. Wir werden uns hier eine Callback-Funktion definieren. Doch ja, Server. Und zwar indem wir sagen http.createServer. Und zwar mit einem Request, also einem HTTP-Request und einem Response. Also quasi die Antwort von dem Server zum Client. So, jetzt schreibe ich erstmal die Klammern dahin, dass ich die nicht vergesse. So. Genau. Und hier sagen wir jetzt einmal für den Response, dass der Statuscode auf 200 gesetzt wird. Das ist der HTTP-Code für Status OK. Sollte man eigentlich wissen. Dann sagen wir einmal SetHeader. Und damit sagen wir unserem Server den Typ des gesendeten Formats, in dem Fall HTML. Das machen wir, indem wir sagen Content Type ist Text bzw. erstmal Plain. Später werden wir dann HTML verwenden auch. Warum wir jetzt Plain verwenden, ist einfach, weil ich erstmal zeigen möchte, dass wir ganz einfach nur eine Zeile an den Client senden können. Mit respond.end sagen wir, also schicken wir unsere Nachricht an den Client, die wir dann in unserem Browser später sehen werden. Da sagen wir jetzt erstmal, unser erster Server, der mit Node funktioniert zum Beispiel.
So. Und jetzt müssen wir das Ga also unseren Server noch auf unseren Host und den Port binden. Das machen wir auch mit einer Callback-Funktion, indem wir sagen Server listen. Das ist auch eine Funktion des HTTP-Moduls. Und zwar geben wir hier einmal unseren Port, unseren Host an. Die Klammer muss da weg. So. Und hier können wir zum Beispiel einfach mal in die Konsole schreiben lassen mit console.log. Zum Beispiel, auf welchen Port und auf welchen Host unser Server gerade hört. Oder gebunden ist, eher gesagt. Also der Server hört auf den Host plus unser Host. Und den Port, wo wir dann unseren Port noch angeben lassen. So. Das Ganze werden wir jetzt einmal abspeichern. Ich werde das Ganze, na, wo ist es hier? Werde ich unter Benutzer anlegen. Da habe ich nämlich schon mal einen Ordner angelegt. Nämlich den hier. Da werde ich das Ganze jetzt einmal reinspeichern und betitel das Ganze als app.js. Wir sind auch schon im richtigen Ordner, wie man sieht. So, natürlich hat das erstmal als Text gelassen. So. Ja, wir möchten das als JS-Format. Und dann gehen wir einmal in die Kommandozeile, in unseren Ordner, in dem sich diese App.js-Datei befindet. Also CD, Video, Unterstrich Web. Und hier sagen wir mit Node, dass das Ganze ausgeführt werden soll. Hier kann man auch sehen, dass diese Zeile, die wir mit console.log hier reingeschrieben hat, dass die schon angezeigt wird. Da habe ich auch ein Leerzeichen vergessen, das schreibe ich hier gerade noch einmal rein. Muss man natürlich neu starten, damit das Ganze dann auch funktioniert, aber das machen wir später eh. Und wenn wir jetzt das Ganze starten, sollte es eigentlich funktionieren. Ach genau, man muss natürlich hier oben auch den richtigen Port angeben. Sonst funktioniert es nicht. Genau, wie man sieht, jetzt wird hier unsere Zeile reingeschrieben, die wir an den Client gesendet haben. Jetzt sieht man hier aber auch, dass wir aktuell hier nur mit HTTP unterwegs sind. Das heißt, wenn man irgendwas verschlüsselt an diesen Server an den Client senden möchte, wird es eher schwierig aktuell. Dafür gibt es aber eine Lösung. Dafür gibt es nämlich so ein sogenanntes HTTPS-Modul. Das müssen wir hier einmal einbinden. Da müssen wir auch hier unseren Server darauf natürlich createn. Und wir müssen zwei Zertifikate noch erstellen und dann hier auch einbinden. Diese binden wir jetzt erstmal in unseren Server ein über eine weitere Variable. Oder ich nenne sie einfach mal Zertifikate. Und zwar brauchen wir da die sogenannte KeyPAM. Genau, und um das einlesen zu können, brauchen wir natürlich auch noch das Modul dafür, um das einzulesen. Das sogenannte Filesystemmodul. Das binden wir wieder genau wie das andere Modul auch wieder ein. Dann können wir das hier nämlich einmal benutzen über FS mit der Methode readFileSync. Und zwar einmal die KeyPAM.
Und dann wollen wir noch die Zertifikat-PEM. Das machen wir genauso wieder über die Methode ReadFileSync. So. Genau, und dann müssen wir das Ganze, wenn unser Server instanziert wird, müssen wir das Ganze natürlich auch noch übergeben mit Zertifikate. So, da müssen wir uns diese Zertifikate natürlich auch noch. Ah, das ist jetzt im anderen Format, okay. Aber wir müssen uns die Zertifikate natürlich erstmal wieder generieren lassen. Ja, ich möchte die ersetzen. So. Und zwar machen wir das Ganze über OpenSSL. Das ist ein Open Source Programm. Das kann man sich auch ganz einfach runterladen und über diese Kommandozeile werden wir dann diese zwei Zertifikate generieren lassen. Dazu ist es aber wichtig zu wissen, dass wir diese Zertifikate, dass diese nicht wirklich sicher sind, weil wir die erstens selber unterschrieben haben und zweitens, weil die nicht von einer Certificate Authority sozusagen unterschrieben wurden. Das heißt, man sollte diese zwei Zertifikate, die wir uns hier jetzt gleich generieren, auch nicht für reale Projekte benutzen, da die ziemlich unsicher so sind. Aber für unseren Localhost-Server ist das okay. Genau. So, genau. Der erste Kommando, den wir erstmal ausführen müssen, ist, um uns die sogenannte KeyPEM zu generieren. Das machen wir über OpenSSL GenRSA, also generiere uns das Ganze als KeyPEM. Hat er hier einmal gemacht. Ich zeige dann gleich auch, wo die landen. Dann müssen wir uns ein Key generieren lassen. Das Ganze machen wir mit OpenSSL require Moment, genau, New Key. Und zwar für unsere KeyPEM. Und das Ganze soll als CSR-PEM ausgegeben werden. Jetzt werden wir hier, okay, da habe ich irgendwas falsch gemacht. Ah, da fehlt das Out. Also als was soll es ausgegeben werden? Genau, jetzt werden wir hier so ein paar Fragen gefragt. Ich werde die, die unwichtig sind, jetzt erstmal, also zumindest für uns unwichtig sind, überspringen. Common Name ist die IP-Adresse, auf die unser Server hört. Das heißt, wir müssen die hier einmal angeben. Sonst wird das Ganze nicht funktionieren. Und dann irgendein Passwort. Da gebe ich jetzt mal irgendeinen Quatsch ein. Ist ja hier nur zu Testzwecken. So, jetzt hat er hier uns diese CSR-PEM generiert. Und jetzt müssen wir, also das ist diese Unterschrift, und jetzt müssen wir diese Key PEM, die wir uns vorhin generiert haben, müssen wir damit unterschreiben lassen und ein Zertifikat dabei generieren. Das machen wir, indem wir hier einmal den Command OpenSSL 509. Hier geben wir jetzt einmal an, wie lange das Ganze gültig sein soll. Da kann man irgendwas angeben, was man möchte. Ich gebe jetzt einfach mal 999 Tage an. Moment, require days, genau, in der CSR-PEM. Und die soll unsere Key-PEM unterschreiben. Ah, da fehlt einmal ein Bindestrich. Sign Key. Unsere Key-PEM. Und das Ganze soll als Cert PEM ausgegeben werden. Genau. Ganz am Anfang, wenn man dieses OpenSSL installiert, wird man nämlich gefragt, wo dann das Ganze hingespeichert werden soll. Na, wo ist es?
Dann nehmen wir einfach mal das. Ich habe das Ganze, ja, da habe ich diesen Dateipfad angegeben. Wie man sehen kann, sind jetzt hier unsere drei Zertifikate, die wir generiert haben. Wir brauchen allerdings nur diese zwei, die wir uns dann einmal in den Ordner speichern, wo unsere AppJS liegt, wie man hier sehen kann. Und jetzt können wir unseren Server nochmal neu starten und dann können wir auch sehen, dass unser Server sicher verschlüsselt über HTTPS läuft. Übrigens ist auch sehr wichtig zu wissen, mit Steuerung C kommt man immer aus dem Node-Modus raus. Genau. Achso, wir wollten unseren Server neu starten, also nochmal Node AppJS. Hört wieder auf denselben Host und Port. Und jetzt wird das Ganze mit HTTP nicht funktionieren. Deswegen geben wir hier einmal HTTPS ein und können sehen. Jetzt kriege ich erstmal eine Warnung natürlich, weil der natürlich weiß, dass unsere Zertifikate nicht sicher sind. Aber jetzt kann man sehen, läuft das Ganze verschlüsselt über HTTPS. Genau. Jetzt kann man sich denken, okay, das ist ja ziemlich nervig. Ich muss jedes Mal die Eingabeaufforderung geben und den Server so starten und kann eigentlich nichts machen. Das heißt, wenn ich es hier schließe, ist unser Server auch wieder aus. Wie man sieht. Das Ganze können wir einmal lösen, indem wir uns PM2 installieren. Das macht man über npm install PM2-G. Das habe ich schon gemacht, deswegen werde ich das jetzt nicht ausführen. Aber wir können das Ganze einfach mal anzeigen lassen. Dieser managed kann nämlich Sachen managen, wie man hier sehen kann. Aktuell ist da auch noch nichts drin. Also man sieht, dass die Liste hier leer ist. Wenn wir jetzt aber einmal in unser Verzeichnis mit der AppJS gehen, also CD Video Web, können wir hier einmal mit PM2 Start AppJS unsere AppJS ausführen. Also unser Server wird wieder gestartet, wie man sehen kann. Hier der ist online. Kann man auch die verbrauchte CPU dafür sehen. Und jetzt können wir hier nämlich die Eingabeaufforderung einfach schließen und unser Server funktioniert weiterhin. Genau. Jetzt gehe ich da noch mal rein. Moment. CD Video-Web. Und hier können wir jetzt auch über dieses PM2, Entschuldigung. Können wir nämlich über Delete, über die ID, können wir das Ganze wieder löschen. Und wenn wir den Server wieder starten oder stoppen wollen, greifen wir ja auch jedes Mal über die ID drauf zu. Also in dem Fall 0. Müssten wir jetzt zum Beispiel sagen, PM2 stopp 0. Und dann wird unser Server gestoppt. Und man sieht das Ganze hier auch wieder. Genau. Das ist das Erste. Und jetzt haben wir ja aktuell eigentlich nur eine einzige Zeile, die jeweils an unseren Client gesendet wird. Jetzt möchten wir aber natürlich, wenn wir so einen Server haben, dass natürlich nicht nur zwei Zeilen an den Client gesendet werden, sondern meistens sind es ja eher mehrere Dateien und eine ganze Webseite. Das muss man allerdings auch wieder programmieren, wie unser Server damit umgehen soll. Das werden wir jetzt im nächsten Schritt einmal machen. Und zwar bauen wir uns dafür eine Funktion, die wir dann hier beim Create-Server einmal aufrufen. Genau. Und zwar werden wir die Function Sendeantwort uns bauen. Die wird dann einmal die URL
dann den Typ des der zu sendenden Datei. Sagen wir einfach mal Dateityp. Also sowas wie HTML oder zum Beispiel, ja, HTML. Also den Dateityp, und dann wollen wir natürlich auch noch den Response übergeben. Und das Ganze werden wir jetzt hier oben in der Create Server Funktion benutzen. Wir können uns hier zum Beispiel einmal die Requested URL ausgeben lassen auf der Konsole, indem wir sagen console.log. Das ist nämlich auch ganz interessant für später, wenn wir dann mehrere Webseiten haben, da kann man das Ganze dann ein bisschen besser nachvollziehen. So. Und dann werden wir sagen, wenn diese Requested URL der Indexseite gleicht, also diesem Schrägstrich, dann rufe bitte unsere Funktion auf und übergebe dann die URL. Das ist dann in dem Fall, die nennen wir einfach mal Startseite. Das ist natürlich, wie man hier schon sehen kann, im HTML. Also Text HTML. Und dann noch den Response, den wir weiterhin übergeben. Dann möchten wir, wenn wir eine andere URL aufgerufen wird, zum Beispiel sagen wir mal, unsere Angebote, oder sagen wir einfach mal Angebote. Moment, da muss einmal der Slash hin. Dann wird natürlich wieder unsere Funktion hier aufgerufen. Deswegen kopiere ich die einfach mal darunter. Allerdings natürlich mit einer anderen URL logischerweise. Und zwar die Angebot HTML. Genau. Und sonst, wenn diese angeforderte Seite noch nicht existiert, also else, dann möchten wir einmal, dass der Client redirected wird. Das Ganze machen wir, indem wir sagen response.writeHead. Und zwar mit dem HTML-Code 302. Das ist der Redirect. Also der Code für Redirect. Und dann sagen wir noch, wo die Location davon ist. Und zwar möchten wir, dass automatisch jede andere Anforderung zurück auf die Startseite gesendet wird. Genau. Jetzt müssen wir natürlich noch unsere Funktion hier unten definieren, was die überhaupt machen soll, logischerweise. Dazu brauchen wir einmal noch ein weiteres Modul, nämlich das Path-Modul. Moment. Das brauchen wir dazu, da wir hier uns einmal in eine Variable den Dateipfad abspeichern möchten. Also, achso, genau, dazu gibt es nämlich eine Funktion in diesem Modul, nämlich die Join-Funktion. Damit sagen wir, dass er sich einmal ziehen soll, wo wir gerade sind, also in welchem Verzeichnis. Und dann soll er diese beiden, also das Verzeichnis und die URL zusammenfügen, dass dann später über diese Variable die richtige Datei an den Client gesendet wird. Genau. Und jetzt möchten wir natürlich noch die angeforderte Datei auslesen. Das machen wir mit readFile von dem
Feisteste Modul. Genau. Und zwar soll der die Datei lesen. Kann natürlich immer ein Fehler passieren. Deswegen soll der den zurückgeben. Und einmal die URL, und einmal den Inhalt natürlich. Das Ganze machen wir über eine anonyme Funktion, dass dann das Richtige an den Client gesendet wird, indem wir hier über Response einmal wieder den Head setzen. Und zwar auf den einzulesenden Dateityp. Write Head, genau. Und zwar müssen wir hier natürlich erstmal den HTTP-Code für OK wieder übergeben. Und dann soll der Content-Type gesetzt werden, wie gesagt vorhin. Das machen wir einmal so. Und dann übergeben wir hier einmal die Variable. Und dann soll noch unser Inhalt der Datei natürlich auch in den Client gesendet werden. Das machen wir mit der Funktion write und übergeben hier einmal den Inhalt. Genau. Und das habe ich natürlich vergessen. Was passiert denn überhaupt, wenn hier mal ein Fehler passiert? Das habe ich hier nämlich natürlich nicht gemacht. Aber wenn wir einen Error haben, dann soll bitte dieser Error in unsere Konsole geschrieben werden, damit wir wissen, was los ist. Also Console Log Error. Und dann noch, was für ein Error wir haben. Und natürlich sonst wird das hier ausgeführt. Und wir müssen natürlich auch noch Response End sagen, dass das Ganze auch funktioniert. So, das Ganze speichern wir. Dann werden wir uns natürlich erstmal diese zwei HTML-Dateien anlegen. Und zwar hier, wo unsere app.js-Datei drin liegt. Ah, ich kann ja auch einfach hier sagen, neu. Na? Genau, da wollen wir nämlich einmal die Startseite. Ich werde zu Testzwecken jetzt hier keine großartigen Sachen programmieren. Ja. Genau, und zwar einmal den Head. Ah, jetzt sollte man natürlich auch noch die Anführungszeichen rein benutzen. So, und dann haben wir hier einmal unseren Head. Ich möchte hier jetzt einmal diese zwei Seiten beide mit einem Button besetzen, damit, wenn wir auf diesen Buttons jeweils auf die andere Webseite klicken, dass wir dann hier in unserer Konsole, was wir hier vorhin programmiert hatten, über console.log, die Requested URL, dass die uns hier ausgegeben wird. Das ist relativ interessant zu sehen. Und natürlich werden wir auch mal irgendwas anderes aufrufen, um zu sehen, dass hier, egal was wir aufrufen, was nicht existiert oder was wir hier zumindest nicht festgelegt haben, dass dann immer die Startseite aufgerufen wird. Genau. So. Jetzt müssen wir einmal hier Language noch festlegen. So, okay. Einmal noch unseren Body. Und zwar möchten wir einmal eine Überschrift einfach haben. Ich werde hier einmal eine Style-Klasse anlegen, dass ich hier nicht überall sagen muss, dass es in der Mitte sein soll.
Ist jetzt eigentlich nicht so notwendig, aber ein bisschen schön darf es ja aussehen. Da haben wir einmal eine Klasse. Die nennen wir Alignment. Da sagen wir einfach, dass unser Text mittig aligned ist. Genau. Und hier sagen wir natürlich, dass das Ganze auch der Klasse angehört. Alignment habe ich falsch geschrieben. So. Und da sagen wir zum Beispiel Willkommen auf unserer Webseite. So. Dann könnten wir zum Beispiel noch sagen, auch wieder mit Class natürlich. Hier finden Sie unsere Angebote, weil wir natürlich eine Angebotsseite noch haben möchten. Unsere Angebote. So. Und dann möchte ich das Ganze über einen Button zugriffbar machen. Also brauchen wir hier einmal einen Button vom Typ Button. Genau. Wo dann steht Angebote oder sowas. Und natürlich sollten wir hier noch einen Event-Listener drauflegen, damit es funktioniert. Und zwar onClick natürlich. Jetzt müssen wir natürlich auch mit doppelten Anführungszeichen nehmen. Ich werde jetzt hier nicht großartig was zu sagen, weil ich denke mal, es sollte jedem bekannt sein, was ich hier programmiere. Und zwar möchten wir hier einmal auf die Angebot-HTML zugreifen. So. Und hier, damit der Button noch ein bisschen größer ist, sagen wir einmal Button. Wir sagen einmal, dass der, sagen wir mal, 150 Pixel breit ist und 50 Pixel hoch zum Beispiel. Und jetzt möchte ich noch, dass der wenigstens ein bisschen schön ist. %45 sollte eigentlich gut sein, dass der einigermaßen mittig ist. So, dann haben wir das erste einmal. Okay, das Ganze speichern wir uns jetzt hier auch einmal in den gleichen Ordner rein. Und zwar unter der Bezeichnung Startseite.html. Ah, jetzt muss ich es einmal kurz ändern. Kleiner Augenblick. Ja, wir möchten das ändern. Okay. Wir bauen direkt einfach mal beide Seiten, damit wir nicht hier 500 Mal, ach man, hin und her springen müssen. Und zwar hatten wir noch unsere Angebot-HTML
damit wir dann zwei Seiten haben, wo wir einmal hin und her springen können. Und zwar sagen wir hier willkommen auf unserer Angebotsseite. Und dann hier kommen Sie zurück. So. Und natürlich müssen wir hier auch die richtige angeben, und zwar Startseite.html. Okay. Und das Ganze speichern wir noch ab. Muss mal gerade gucken, ob ich es Angebote oder Angebot HTML genannt habe, damit das Ganze auch gleich hier funktioniert. Angebot HTML, okay. Habe ich das hier auch richtig? Hatten wir auch. Perfekt. Müssen es ja hier eh nochmal umbenennen. Kann es auch gleich so machen. Nein. So. Ja, möchten wir ändern. Danke. So, jetzt hatten wir natürlich hier einmal den Umgang mit verschiedenen Dateien eingebaut, deswegen müssen wir, hatte ich abgespeichert, deswegen müssten wir hier einmal unseren Server neu starten, indem wir wieder mit Node App.js das Ganze starten. Und dann können wir hier, ah, perfekt, habe ich anscheinend irgendwas falsch gemacht. Vielleicht die Datei nicht richtig benannt. Startseite HTML. Gucken wir mal hier einmal rein. Okay, das müsste an. Woran liegt es? Muss hier einmal durchgucken. Ich glaube, das müsste entweder hier dran liegen. Startseite HTML. Oder ich habe hier irgendwas falsch. Ja. Wieso lädst du das nicht als HTML? Hatte ich hier irgendwas falsch? Text HTML. Hatten wir den Dateityp auch übergegeben? Hatten wir gemacht? Content Type. Muss natürlich auch Content Type heißen. Genau. Und das müsste eigentlich richtig gewesen sein. Da müssen wir den Server einmal hier. Ah, ich mache das einmal zu, dass ich hier nicht die ganze Zeit durcheinander komme. Einmal wieder in den Ordner wechseln natürlich. So. Ah, genau, jetzt funktioniert es nämlich auch. Okay, perfekt. Ja, gut. Ich glaube, ich hatte hier auch vergessen, den Button einmal richtig mit dem Style einzubinden. Ja, genau. Das machen wir natürlich auch einmal. So. Das können wir natürlich so einfach abspeichern, wie man sieht. Und jetzt können wir hier einmal draufdrücken. Jetzt sollten wir eigentlich weitergeleitet werden. Das heißt, hier ist auch noch irgendwas falsch. On Click. Location Href. Angebot. Okay. Gucken wir nochmal hier rein, ob ich hier irgendwie die Links falsch angegeben habe. Ah, genau. Angebot. Angebote. Es muss ja Angebot.html heißen. Man macht natürlich mehr Sinn. Dann müssen wir das Ganze natürlich wieder neu starten, wenn wir Änderungen an der App.js vornehmen.
Okay, ist immer noch irgendein Fehler. Also Ash, willkommen auf unserer Startseite. Er zeigt mir zumindest an, dass die Angebote HTML geladen wird. Wobei ja eigentlich auch als erstes die Startseite geladen werden soll. Das heißt, hier ist auch noch irgendwo ein Fehler. Sende Antwort. Angebot.html und Startseite.html. Die wird ja geladen. Das andere Problem ist, dass die Angebot.html nicht geladen wird. Angebot, Angebot. Ah, hatte ich die richtig benannt? Ja. Okay. Die hatte ich ja auch eigentlich abgespeichert. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, dass es nicht funktioniert. Nein, das wollte ich nicht. Einmal öffnen mit Notepad. Ja. Ah, hier kommen Sie zur Startseite. Okay. Wir kommen auf unserer Angebotsseite. Eigentlich müsste das ja anders sein. Okay. Button, On-Click, Window, Location, Href, Startseite.html. Und in der App.js. Angebot HTML. Dann soll er auch die Angebot HTML senden. Das heißt aber natürlich, das kann ja nie sein, dass direkt Angebot HTML kommt. Das heißt, wir müssen das hier natürlich auch ändern. Sonst wird es natürlich auch nicht funktionieren, logischerweise. Das heißt, wir starten nochmal unseren Server neu. Na. Node App.js. So. Jetzt haben wir es. Jetzt geht's. Okay, perfekt. Jetzt kann ich nämlich auch nochmal zeigen, was ich eigentlich zeigen wollte gerade. Der Button ist hier auch noch nicht richtig eingebunden, aber das ist jetzt mal okay. Wenn wir hier jetzt nämlich eine andere Webseite jeweils anfragen, können wir hier sehen, jedes Mal hier, wir haben gerade die Angebots-HTML-Seite angefordert. Jetzt fordern wir unsere Startseite an, also kommen wieder zur Startseite und so weiter. Das ist sehr interessant, finde ich persönlich. Und hier ist aber auch so die Sache, das ist eigentlich sehr, sehr unpraktisch, wie man sieht. Also, wenn man hier, man muss ja eigentlich jede einzelne URL, die wir auf unserem Server liegen haben, hier angeben, um dann auf diese draufzukommen, anstatt dass das automatisch mitgeladen wird. Was wir auch noch zeigen können, ist, wenn man hier jetzt zum Beispiel irgendwas anderes anfordert. Zum Beispiel können wir mal coole Seite laden. Dann sieht man, wir werden jedes Mal, egal was wir angeben, auf die Startseite gelandet. Also wie wir es hier eigentlich in unserem Code auch definiert haben, dass er hier uns immer zu unserer Startseite redirecten soll. Das war's zu meinem Video.